Hallo Leute, heute möchte ich meine Vintage Fright Zone vorstellen, die ich bei eBay ersteigert habe. Leider unvollständig, aber dementsprechend auch der Preis. Ich habe ja knapp unter 20 Euro dafür gezahlt. Hier mal die drei Einzelteile, wie sie nebeneinander liegen, wie sie angekommen sind. Wir fangen an hier mit dem linken Teil, mit dem Kerker, mit dem Gefängnis sozusagen. Da hat sich jemand schwer verkünstelt. Ich muss aber sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also immerhin sind die Verschlüsse silber. Hier der Hordak-Kopf, der sollte eigentlich weiß sein. Ja, hier ist die Bodenplatte, da hat er mir schon geschrieben, der Verkäufer, oder beziehungsweise das war in der Anzeige, dass da was abgebrochen ist. Leider hatte ich früher die Fright Zone nicht und hatte sie auch nie in der Hand, deswegen weiß ich gar nicht, wie der Mechanismus funktioniert oder wie ich ihn reparieren könnte. Also die Fußfalle, die lasse ich erstmal außen vor und ja, kümmere mich erstmal um die anderen Sachen. Es ist ja zum Restaurieren genug hier an dieser gebrauchten Fright Zone mit dabei. Das rechte Teil mit dem Loch, wo eigentlich der Drache rein sollte. Der Drache ist das seltenste, oder der fehlt immer bei der gebrauchten Fright Zone, kann man sagen. Also der ist wirklich sehr rar. Hier ist mal der Battle Armor Hordak, auch ein Custom, eine Custom-Version von mir. Und schaut sich die Sache schon mal an. Ich habe sie mal so zusammengestellt. Ja, es fehlen auch die Verschlüsse von den Teilen, beziehungsweise die Landschaft zusammenhalten, und oben der Baum. Jetzt habe ich oben erstmal ein Stück Holz genommen und von innen verschraubt. Ich denke, mit den Farben, das kommt so einigermaßen hin, vor allem außen, am Außenbereich, damit das zusammenhält. Und für den Baum habe ich noch nicht wirklich eine Lösung, das kommt aber noch. Wenn mir da richtig was Gutes eingefallen ist, kann ich da den Baum immer noch oben drauf machen. Das ist mal so die Sockelplatte für den Baum. Ja, und hier waren eigentlich Verschlüsse, um die verschiedenen Teile aneinander zu klippen. Leider nicht dabei, leider kaputt. Das habe ich jetzt mit Gummibändern gelöst. Die Gummibänder sind aus Fahrradschlauch. Da kann ich sie nach Belieben lang und breit schneiden, genau so wie ich sie brauche. Und die halten auch wirklich sehr fest. Also hier ist das Tor, das ich eigentlich bei der selbstgemachten Fright Zone aus Holz mit dabei hatte. Lustigerweise passt es sehr gut da dran. Man sieht gleich den Innenbereich von innen, ist das dann auch mit Gummis und mit Schnur gelöst. Es sind überall hier Löchle und Schlitze, wo man mit der Schnur und mit dem Gummi durch kann. Dann ist hier ein bisschen gefriemelt. Ich habe ja nur eine Hand frei, mit der anderen muss ich ja filmen. Hier seht ihr das, wie das verschnürt ist. Und der Kerker nach innen hin, das sieht natürlich aus wie eine Beule, ne? Aber ja, hier ist ein Drache bzw. ein Dino, den ich vom Junior mal wieder geliehen habe. Der soll in die Öffnung, in der eigentlich der Drache ist. Ich finde, ja, der ist zwar nicht so grün wie der Originaldrache, aber er passt, das ist schon mal wichtig. Man kann auch mit der Hand durch, hier wieder ein Gefummel ohne Ende, weil ich ja die Kamera da habe. Hier mal schöne, und er greift auch gleich He-Man an, der da steht, so wie es dem He-Man gehört. Also im Groben schon mal mehr als die Hälfte restauriert. Ihr seht hier, ja, das ist immer so eine Sache mit Vintage-Figuren und Origins-Figuren, aber die Origins-Figuren passen in den Kerker rein. Hier kommt nochmal der Battle Armor Hordak und sagt: Hey Drache, voll gut gemacht. Er tätschelt ihn auf den Kopf und sagt:
Super, ich muss dich loben. Ja, und ich muss euch loben, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Soweit und so gut mal zur Restauration der Pride Zone. Seid dabei, wenn es weitergeht. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn ich ein cooles Game zocke oder eins meiner Toys vorstelle. Vielen Dank fürs Zuschauen.